Hi, herzlich willkommen. Mein Name ist Carina und heute möchte ich mit euch zusammen ein Hundeauge zeichnen. Also bleibt dran und ganz viel Spaß bei dem Video. Alle meine Materialien und auch die Vorlage findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Zu Beginn übertrage ich erstmal meine Skizze mit Hilfe der Pampastellfarben auf mein Zeichenpapier. Ich beginne hier mit der Pupille und wie ihr seht, drücke ich nicht ganz fest auf. Also ich arbeite hier in vielen, vielen Schichten und das ist auch das Prinzip, dass wir halt einfach mit ganz, ganz vielen Schichten das Auge nach und nach aufbauen. Hier könnt ihr sehen, dass ich von Schicht zu Schicht dann immer dunkler werde und mehr Farbe reinbekomme und dann natürlich auch mehr Details mit reinnehme. Bei dem Fell habe ich es so gemacht, dass ich mir erstmal die Fellrichtung eingezeichnet habe, also ganz leicht. Und dann bin ich wieder nach und nach rein, habe mit verschiedenen Brauntönen, Weißtönen dann das ganze Fell nachempfunden. Ganz, ganz wichtig ist es hierbei, dass ihr darauf achtet, eure Stifte immer spitz zu halten. Falls ich nochmal ein detailliertes Video nur zu Fell machen soll, dann schreibt mir das auch sehr gerne in die Kommentare, dann gehe ich das Thema auch mal an. Und wenn dir das Video bis hierhin gefallen hat, dann lass mir auch schon sehr gerne ein Like da und abonniere auch den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Hier bringe ich dann mit einem sehr spitzen grauen Stift mehr Tiefe und Details in das weiße Fell mit rein. Damit das Ganze natürlicher aussieht, gehe ich hier mit dem weißen Stift nochmal rein und mache Haare, die so ein bisschen ins Auge reinragen. Und mit dem schwarzen Stift zeichne ich die Spiegelung der Haare ins Auge rein. Und hier seht ihr das fertige Ergebnis. Und damit kommen wir auch schon zum Ende dieses Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es war hilfreich. Schreibt mir gerne noch Fragen, wenn ihr habt, in die Kommentare. Ansonsten lasst sehr gerne ein Like da und ein Abo, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.